Die Charité in Berlin, eine der größten Kliniken Europas. Ihre Mission: forschen, lehren, helfen, heilen. Jetzt habe ich den Nagel also vorgeschoben, soweit es geht. Und er wird jetzt in die entsprechende Position geschlagen. Ein Krankenhaus der Superlative. Arbeitsplatz für tausende Wissenschaftler und Ärzte. Die Röntgenbilder und das CT-Auswertung haben ergeben, dass nichts gebrochen ist, dass die Halswirbelsäule nicht gebrochen ist. Die Logistik der Charité ausgeklügelt und aufeinander abgestimmt. Die Forschung Weltspitze. Ja, wir sehen hier ein ausgesprochen großes Tumorpräparat mit einem relativ seltenen Tumor, der sich im Bereich des Steißbeins entwickelt hat. Die Großküche, strengste Hygienevorschriften und Menüs vom Fließband. Alles in allem 2000 Essen pro Tag. Visite im Schutzanzug. Die Isolierstation der Charité ist eine der modernsten. Die Sammlung menschlicher Präparate eine der berühmtesten Deutschlands. Das Hauptgebäude der Charité im Stadtteil Mitte. Nach Fusionen mit anderen Kliniken ist das Krankenhaus inzwischen auf 4 Standorte in Berlin verteilt. Die Charité beschäftigt 15.000 Menschen. Ärzte und Pfleger, Logistiker, Köche und Forscher. Ankunft eines Notfallpatienten. Ein Bauarbeiter ist vom Gerüst gefallen, 3 Meter tief, direkt auf den Kopf. Er könnte sich das Genick gebrochen haben. Die kunterbunten Schutzwesten der Notfallmediziner machen Sinn. In diesem Raum wird ständig geröntgt. Wer keine Weste trägt, fällt sofort auf. Schon in wenigen Minuten nach dem Turbo-Rundum-Check werden die Ärzte wissen, wie es um den Patienten steht. Er wird in ganz schneller Sequenz werden alle lebenswichtige Funktionen werden untersucht, also ob er atmet, ob der Atemweg frei ist oder ob man ihn dabei unterstützen muss, ob die Zirkulation ob die gut genug ist, um die wichtigen Organe wie zum Beispiel das Gehirn, das Herz zu versorgen. Die Röntgenbilder zeigen, es ist nichts gebrochen. Aber die stark blutende Platzwunde am Kopf muss sofort versorgt werden. Oberärztin van Scherpenzeel überlässt ihrem jüngeren Kollegen Dr. Christian Gerhard diese Aufgabe. Ein Pfleger rasiert das Kopfhaar, damit die Wunde genäht werden kann. Der Patient nimmt es gelassen, bei vollem Bewusstsein. Ja, der auf dem Bau arbeitet, dem passiert das nicht einmal im Leben, dem passiert das öfter. Und da sind wir schon abgehärtet, dass alles halb so schlimm, auch wenn es schlimmer aussieht. Dr. Gerhard reinigt die Wunde und setzt eine Betäubungsspritze. Danach greift er zu Nadel und Faden. Routine. Mehr als 1000 Wunden hat der Chirurg bereits genäht. 40 unterschiedliche Fäden stehen ihm zur Auswahl. Also das ist jetzt ein monofiler Faden, das heißt, der ist letztendlich so wie eine Angelschnur. Also der ist nicht geflochten oder sowas. Der wird in der Regel so nach 7 bis 10 Tagen, teilweise auch so nach 14 Tagen, je nachdem wo es ist, halt gezogen. Und letztendlich, was man hier durchführt, ist hauptsächlich eine adaptierende Naht. Ja. Durch eine solche Naht können das Wundsekret und somit auch Bakterien abfließen. Gerade bei Unfällen auf Baustellen ist diese Form des Vernähens wichtig. Denn schnell gelangt dort Schmutz in die Wunde. Die Kopfhaut des Bauarbeiters ist regelrecht zerfetzt und die Wunde deshalb schwer zu nähen. Das sind letztendlich so Platzwunden, also letztendlich Risswunden. Das sind 2 nebeneinander. Ein bisschen größere, dass man so ein bisschen das eben flicken muss, ein bisschen Patchwork. Ich bin Stuckateur und Malermeister, wir sagen dazu modelliere. Was? Modellieren? Gut, also ich habe gerade Ihren Hinterkopf modelliert. Aber es wird ganz schön, glaube ich. Okay. Aber müssen Sie dann beurteilen. Ja. Jetzt kommt wieder so ein Verband drauf, ja, dass wir so ein bisschen Druck drauf ausüben, dass sich da nicht so ein Bluterguss bildet. Der Patient muss noch 24 Stunden in der Klinik bleiben. Gerade bei Kopfverletzungen wollen die Ärzte auf Nummer sicher gehen und ausschließen, dass es zu inneren Blutungen kommt. 6 Kilometer entfernt in einem abgelegenen Industriegebiet befindet sich das Logistikzentrum der Charité. Alles, was Ärzte und Personal benötigen, wird in 2 riesigen Hallen gelagert. Täglich treffen hier Lieferungen für alle Charité-Abteilungen ein. Frank Gaudes ist dafür zuständig, dass immer alles vorrätig ist. Hallo Florian. Wenn du hiermit fertig bist, bitte noch mal da vorne hin. Mhm.
Palettenplatz 32, dann ist eine Einlieferung. Alles klar, machen alle wir klar? Gleich. Gut. Hier haben wir eine Fläche ungefähr von 6.500 Quadratmeter. Wir haben Labor, Wirtschaft, medizinischen Bedarf, Bürobedarf. Wir versorgen im Prinzip fast alles außer Medikamente, das hat die Apotheke. Auch die ist riesig. Täglich gehen hier rund 16.000 Medikamente ein. Wert ca. 120.000 Euro. Die Verteilung der lebenswichtigen, aber auch gefährlichen Wirkstoffe läuft vollautomatisch. Eine Kamera erfasst die Barcodes der Arzneien. Danach verteilt eine Maschine die Packungen in Kisten für die verschiedenen Stationen. Ein Mitarbeiter scannt sie lediglich zur Nachverfolgung noch einmal ab. Es wird nicht nachkontrolliert und es passieren auch keine Fehler. Also es ist bis jetzt noch nicht vorgekommen, dass ein Arzneimittel in die falsche Kiste ausgeworfen wurde. Zurück im Logistikzentrum. Die Charité verfügt über 498 Krankenstationen. Dazu kommen Verwaltungsräume, Büros und Labore. Wer immer etwas braucht, hier landet seine Bestellung. Und hier wird auch die Lieferung zusammengestellt. Von A wie Abfalleimer bis Z wie Zellstoff. Im Schnitt verlassen pro Monat rund 35.000 Artikel das krankenhauseigene Logistikzentrum. Die Zeit der Kistenschieber im Lager ist vorbei. Wir müssen EDV-gestützt arbeiten, wir müssen Materialkenntnisse haben und müssen sehr genau darauf achten, was sie da tun. Ganz oben auf den Bestelllisten antiseptische Einmalhandschuhe. Dieser Container geht an die innere Medizin. Und in dem Moment, wo wir die Sachen übergeben haben, ist für uns die Sache abgeschlossen. Und der Transporteur wird die Sachen an den Campus jeweils bringen für die Versorgungsassistenten zum Einsortieren auf die Station. Die Lkw-Fahrt endet in Berlin-Mitte. Hier befindet sich die Abteilung Innere Medizin. Einmalhandschuhe gehören zur Grundausstattung. 149.000 Paar werden pro Tag in der Charité verbraucht. Die Handschuhe können für die Mitarbeiter lebenswichtig sein. Wir sind auf einer infektiologischen Station und wir kennen die Patienten nicht, wissen nicht, was haben die für ansteckende Krankheiten. Und genau aus diesem Grund ziehen wir uns halt bei jedem Patienten, den wir versorgen, Handschuhe an. Kann ich hier noch mal kurz ran? Wie geht's denn jetzt? Haben Sie Schmerzen? Es geht. Frühmorgens um 5 beginnt die Arbeit in den drei Großküchen der Charité. Lastwagen liefern Fleisch, Gemüse und Kartoffeln an. Jeden Tag frisch und unter strengsten Kontrollen. Schon wenn die Sonne aufgeht, bereiten die 95 Mitarbeiter dieser Küche das Mittagessen vor. 2000 Mahlzeiten müssen pünktlich um 12 Uhr ausgeliefert werden. Deshalb ist hier alles eine Nummer größer. Und die Vorschriften sind strenger als in anderen Großküchen. Also ganz groß geschrieben wird die Personalhygiene oder die eigene Hygiene. Das ist das tägliche Duschen, was heutzutage nicht selbstverständlich ist für manche Leute. Das ist die Desinfektion und die Reinigung der Hände, wenn ich auf Arbeit komme. Neben jedem Waschbecken hängen Spender mit Mitteln zur Desinfektion und zur Hautpflege. 30 Sekunden Händewaschen ist Pflicht. Danach müssen zusätzlich Einmalhandschuhe übergestreift werden. Eine besondere Spezialität dieser Küche? Passierte Mahlzeiten. Das Zerkleinern übernimmt ein großer Pürierstab. Diese Mitarbeiterin verarbeitet gerade grüne Bohnen zu Brei. Das ist für Patienten, die haben Schwierigkeit zum Schlucken. Und für die haben wir den Gemüse, passiertes Gemüse. Das machen wir jeden Tag frisch. Und es ist jeden Tag anderes Gemüse, anderes Fleisch. Und es gibt noch weitaus komplexere Anforderungen an die Krankenhausküche. Diätköchinnen müssen auf alle erdenklichen Unverträglichkeiten Rücksicht nehmen. Fängt an bei Allergiekombination, Kaliumarm, Natriumarm, Eiweißarm, ohne Laktose, ja, was alles so möglich ist.
Und das wird dann hier individuell hergestellt. In der chirurgischen Rettungsstelle machen sich Dr. Benjamin Feyensen und Oberärztin Karine van Scherpenzeel auf den Weg in den Operationssaal. Die beiden müssen einen Oberschenkelhalsbruch mit einem großen Titannagel stabilisieren. Ein komplizierter Eingriff. Man kann hier also den Bruch sehen und man sieht, dass also das nicht nur gebrochen ist, sondern sich auch die Bruchstücke gegeneinander verschoben haben, sodass man von einer Dislokation spricht. Der Schnitt wird vorbereitet. Zunächst pinselt ein Arzt das Bein des jungen Patienten mit einer desinfizierenden Jodlösung ein. Danach schneidet der Chirurg eine erste Öffnung in den Oberschenkel. Jetzt muss er sich eigentlich ertasten, wo er jetzt den Nagel einbringt. Ne? Und der Eintrittspunkt für den Nagel, der ist eigentlich am wichtigsten, dass der stimmt. Es gehört eine Menge Erfahrung dazu, sich im Inneren eines Beines nach vorn zu tasten und den Weg des Titannagels zu bestimmen. Der misst 26 cm. Falsch eingebracht würde er dem Patienten unerträgliche Schmerzen bereiten. Den Eintrittspunkt vom Nagel, den habe ich genau jetzt gefunden. Das ist ja diese knorrige Struktur, ein bisschen oberhalb vom Bruch. Das ist ein sogenannter proximaler Femurnagel, der ein belastungsstabiles Implantat ist, der es also dem Patienten ermöglicht, theoretisch nach der Operation quasi aufzustehen und das Bein voll zu belasten. Und den werden wir jetzt also inserieren und noch entsprechend verriegeln. Der kann drin bleiben, der ist aus Titan, der wird ihm nach heutigem Kenntnisstand niemals was antun. Ganz leicht aus, vom Röntgenbild denkst du, ja, einfach einen Zentimeter dahin, links und rechts, aber es ist nicht so einfach. Das ist einfach Übung auch. Und ein bisschen Glück und Geschicklichkeit. Das mit dem Glück meinte sie augenzwinkernd. Hier zählen allein Erfahrung und Routine. Jetzt habe ich den Nagel also vorgeschoben, soweit es nur mit der Hand geht. Und er wird jetzt in die entsprechende Position geschlagen. Das müssen wir permanent unter Bildkontrolle, unter Bildwanderkontrolle kontrollieren, wie weit wir da sind. Ohne Narkose hätte der Patient spätestens jetzt wahnsinnige Schmerzen. Der Anästhesist auf der anderen Seite des Operationstuches überwacht deshalb genau, dass der Mann auch wirklich nichts von den Schlägen spürt. Wichtig ist zu betrachten, neben den Parametern EKG, Puls und Blutwerte auch den Patienten selbst anzugucken. Also ist er gestresst, hat er Tränenfluss oder runzelt er die Stirn. Das macht ein Patient, auch wenn er Schmerzen hat, in Narkose trotzdem, auch wenn er das bewusst jetzt gar nicht mitbekommt, aber der Körper selbst ist unter Stress. Das ist bei ihm jetzt nicht der Fall. Dr. Feyensen setzt einen zweiten Schnitt. Von der Seite wird nun der Nagel mit einer Schraube im Knochen stabilisiert. Für den Zugang braucht der Chirurg einen Bohrer. Mancher Patient wäre entsetzt, wüsste er, mit welchen Gerätschaften ihm bei der Operation zu Leibe gerückt wird. Aber auch wenn manches wirkt wie auf einer Baustelle. Jeder Handgriff sitzt, jeder Eingriff ist berechnet. Ja, man kann vieles schief gehen, das kommt schon genau drauf an. Aber er macht es ganz gut. Der Knochenbohrer hat verschiedene Aufsätze und ist genauso groß und genauso laut wie der eines Heimwerkers. Funktioniert allerdings mit Druckluft, das ist so der Unterschied zur normalen Bosch zu Hause. Dutzende von Geräten im Operationssaal schlucken Energie. Würde hier plötzlich der Strom ausfallen, der Patient geriete in Lebensgefahr. Wenn es nicht ein Sicherheitssystem gäbe, das würde im Notfall sekundenschnell die Versorgung übernehmen. Na, wenn der Strom ausfällt, was ja passieren kann, wenn irgendwie was passiert, wenn ein Terrorattack oder was auch immer kommt,
Und dann haben wir Notaggregate, die das ganze Krankenhaus versorgen können. Die Operation kann man ja 5 Minuten kurz pausieren. Aber für die Beatmung, ja, da ist es unglaublich wichtig, dass das weitergeht. Dass alles weitergeht in der Charité, auch im Notfall, dafür ist die Gebäudeleitzentrale verantwortlich. Deren 16 Mitarbeiter rücken aus, wenn irgendwo was klemmt oder streikt. Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr. Die gesamte Technik der 2 Campi wird hier überwacht. Man kann sagen, es ist so die Rettungsstelle der Technik. Wenn hier irgendwelche Störungen auftreten, dann müssen wir eingreifen hier. Zum Beispiel, wenn wieder einmal ein Fahrstuhl stecken geblieben ist. Aufzugsnotruf. Ja, ich muss das nicht sagen. Hier ist der Richter hier. Und ich stecke im Aufzug fest. Aha, schön die Ruhe bewahren. In welcher Etage stecken Sie denn? Ich glaube, zwischen 4. und 5. Etage. Okay, ich schicke Ihnen jemanden vorbei. Ein Fall für einen der Leitwartenhandwerker, wie sie hier genannt werden. Michael Eichner gehört dazu, universell ausgebildet und ausgerüstet. Zum Beispiel mit einem Spezialschlüssel, der die Fahrstuhltüren von außen öffnet. In den Charité-Gebäuden sind 198 Aufzüge unterwegs. Bleibt einer mal stecken, dann brauchen die Techniker im Schnitt gerade mal 30 Minuten, um die Eingeschlossenen zu befreien. Oh, der will nicht. Ja, versuche, die Tür öffnet sich nicht. Oh, der liegt hier auf. Das ist der falsche Schlüssel. Stimmt. Michael Eichner muss zurück in die Leitzentrale. Der Schlüssel passt nicht. Der Eingeschlossene muss sich gedulden. Ja, ja, passend tut er, aber der schließt nicht, dieser Schlüssel hier. Der hier. Da ist der Unabhängiger dran, aber. Hier ist der Unabhängiger. Mal sehen, ob diese Funktion noch ist. Zweiter Versuch. Diesmal hat Eichner den passenden Schlüssel dabei. Hoffentlich. Hallo? Welcher Etage stecken Sie denn? Können Sie das erkennen? Alles klar, danke schön. Wir sind unterwegs. Seit dem Notruf sind 9 Minuten vergangen. Damit es schnell weitergeht, nimmt Eichner den Nachbaraufzug. Mit dem Risiko, vielleicht auch stecken zu bleiben. Und diese Fahrstühle, die sind hier noch älter. Die anderen im Hochhaustal, die haben sie gerade neu überholt. Da ist es nicht so oft. Aber hier sind ja, wie gesagt, über 50 Fahrstühle im Gelände. Also da kann das schon öfters mal passieren. Der Handwerker hat schon mehr als 100 Menschen aus Aufzügen befreit. Für ihn Routine. Für die meisten Eingeschlossenen dagegen ein Erlebnis der besonderen Art. Ja, wir sind doch schon da. Ups. Ah, das ist aber sehr nett. Ich muss diese Besprechung hier, ach Gott, ey. Der Mitarbeiter der Charité hat es eilig. 13 Minuten lang musste er in der Fahrstuhlkabine ausharren. Ist schon eine schreckliche Situation, wenn man stehen bleibt, jetzt irgendwo auf einer Etage jetzt hier, wo ich habe einen ganz dringenden Besprechungstermin und da müsste ich hin und hat aber leider, also was heißt leider, Gott sei Dank sehr schnell alles so weit geklappt, dass ich jetzt auch wieder los kann. Ja, ganz toll. Dankeschön, ja? Und bis zum nächsten Mal. Auch noch nicht, ja? Machen Sie es gut. Okay, tschüss. Ich werde bei den Kollegen anrufen, damit ihr den Fahrstuhl wieder in Betrieb nimmt. Zurück im Operationssaal. Oberärztin van Scherpenzeel entsorgt einen mit Blut gefüllten Behälter. Er kommt extra in den roten Abfallsack für organischen Müll. Die Operation am Oberschenkel ist gleich beendet. Dr. Fenster hat den Nagel eingebracht, so oben als unten verriegelt. Jetzt näht er die Wunden zu und dann sind wir fertig. Nach der OP wird der Patient überwacht in dem Aufwachraum. Weil die ersten paar Stunden nach der OP sind natürlich schon immer ein bisschen kritisch. Aber morgen kann er schon neben seinem Bett auf dem Stuhl sitzen und macht er schon die ersten Schritte. Noch während der frisch operierte Patient zurück auf die Station geschoben wird, macht sich das nächste Team ans Werk. Nach jeder Operation wird der Saal gereinigt. Der Putztrupp wischt nur die sichtbaren Blutspuren weg und desinfiziert die Geräte. Gründlich sauber gemacht wird der Raum später.
Ja, es ist halt Zwischen- und Endreinigung. Wenn Endreinigung ist, dann ist halt für den Tag OP vorbei. Und Zwischenreinigung ist halt immer zwischen den Patienten. Und jetzt müssen wir es halt ein bisschen beeilen, weil der nächste kommt dann gleich. Für den Umgang mit den roten Müllsäcken gelten besonders strenge Vorschriften. Sie werden umgehend in den Keller gebracht und dort kurz zwischengelagert. Hier unten führt Dirk Grützmacher aus der Abteilung Haustransport das Regiment. In diesem roten Sack ist der sogenannte B-Abfall drin. Das ist organischer Abfall und der muss und wird generell in Eimer und mit rotem Sack transportiert und dementsprechend auch entsorgt extra. Darf auf keinen Fall mit in den normalen Hausmüll gelangen. Stattdessen kommt dieser Müll so schnell wie möglich in den Kühlraum. Gefahrgutfahrer Mario Kaltenschnee lagert hier organische, sogenannte B-, C- und E-Abfälle. Es wäre lebensgefährlich, die Tonne mit dem C zu öffnen. Der Müll darin ist hoch ansteckend. Ja, da ist infektiöse Zeugs drin. Da kommen dann die Handschuhe und alles so was, was die Ärzte da mit dem Patienten in Berührung hatten, kommt hier rein. Ja, und die mit dem roten Aufkleber sind halt Körperteile. Wenn es besonders schwer ist oder so, denkt man, ne? Das kann ja nicht viele abgeschnitten worden sein von dem Rest. Also was da, naja, eben komplett. Kein angenehmer Arbeitsplatz. Aus einigen Tonnen dringt süßlicher Verwesungsgeruch. Hier drin geht es ja, wenn die draußen stehen und abgeholt werden. Da muss man schon mal den LKW lüften. Damit kommt man Ende nie klar. Das ist immer unangenehm. Aber was soll's, man ist ja dann in der frischen Luft dann nicht mehr. Und dann gibt es noch den ganz normalen Müll. 28 Tonnen fallen in der Charité an, täglich. So viel wie 7 Elefanten wiegen. Der vorsortierte Abfall, von dem 42% später wiederverwertet werden, rollt durch die 4 Kilometer langen Tunnel bis zu den Sammelstellen. Die Transportfahrer kennen sich aus im unterirdischen Labyrinth der Charité. Das macht Spaß. Wie auf der richtigen Straße. Man muss schon auch Acht geben, weil rechts und links sind Türen, Gänge. Da ja nun doch viele doch in Gedanken versunken sind, laufen sie kreuz und quer. Bis jetzt muss ich sagen, toi toi toi, sind wir hier unfallfrei. Die Berliner Charité. 3500 Klinikbetten. Arbeitsplatz für 15.000 Menschen. Dr. Benjamin Verhensen und seine Kollegen versorgen jedes Jahr über 600.000 Patienten. Gegründet wurde die Charité 1709 als kleines Lazarett. Berlin wollte damals für eine drohende Pestepidemie gerüstet sein. Aber die Pest verschonte die Stadt. Das Lazarett wurde trotzdem genutzt. Als Krankenhaus für sozial Schwache und Bettler. Für Prostituierte und alleinstehende schwangere Frauen. Später dann als Garnisonslazarett. Heute ist die Charité eine der größten und modernsten Kliniken Europas. Umsatz pro Jahr mehr als 1 Milliarde Euro. Jeder zweite deutsche Nobelpreisträger für Medizin und Physiologie entstammt der Charité. Über 500.000 Patienten pro Jahr und alle bekommen ein frisches Bett. Hier unten in der Bettenzentrale der Charité wird nicht nur die Wäsche gewechselt, sondern gleich das ganze Bett gereinigt. Es gibt eine reine und eine unreine Seite. So, hier in der unreinen Seite werden die Betten abgezogen. Schmutzdecken kommen hier in den Container. Ein externes Wäschereiunternehmen holt später die Bettwäsche ab. Die Betten bleiben hier, zur Reinigung und zur Desinfektion. Die Matratzen mit der Hand müssen wir die machen, weil die gehen ja nicht durch die Waschstraße. Die saugen ja sonst das ganze Wasser auf. Das Bettgestell kommt in eine fahrstuhlähnliche Waschzelle. 10 Minuten dauert die Tiefenreinigung eines Krankenhausbettes. Da geht die Waschstraße zu und jetzt wäscht sie dann automatisch. Also
Also man kann sich das vorstellen wie in einer Autowaschanlage. Ja, es fahren Waschdüsen von oben nach unten und reinigen das gesamte Gestell. Thermische Desinfektion findet bei 70 bis 95 Grad je nach Waschprogramm statt. Und das Desinfektionsmittel ist mit der Hygiene der Charité abgestimmt und entspricht allen Richtlinien, die in der Bettenaufbereitung gelten. Zur einen Tür der Waschzelle rein, zur anderen raus. So gelangt das desinfizierte Gestell auf die reine Seite. Und hier werden die Betten dann aufgerüstet für die Station. Hier ist unsere Wäsche. Jetzt geht die Waschstraße. Jetzt verwandelt Doris Bayer das desinfizierte Gestell wieder in ein Krankenhausbett. Mit einer gereinigten Matratze und frischer Bettwäsche. Zum Schluss kommt Klarsichtfolie drüber. Die gehen ja über den Flur. Nehmen sie ja draußen die Keime wieder auf. Das wird alles steril zu sein hier. Und dann werden sie bereitgestellt zum Abholen, wenn sie von der Station bestellt werden. Abseits des Hauptgebäudes der Charité geht es noch weit steriler zu. Die Ärzte dieser Station wären aufs Höchste gefährdet, kämen sie mit Keimen in ihrem Umfeld in Berührung. Ihr Arbeitsplatz, die Station 59, die Sonderisolierstation. Ja, wir haben hier einen Schutzanzug, einen Vollschutzanzug, der in einem Stück mit Haube gearbeitet ist, mit einer besonderen Festigkeit und Dichtigkeit des Materials, der selbst Viren zum Beispiel zum Schutz gegen kontaminiertes Blut, also gegen Blut, das bösartige Keime enthält, abhalten kann. Dr. Elisabeth Schepers muss zu einem kranken Patienten, der sich womöglich mit dem Ebola-Virus infiziert hat. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber der Mann war gerade in Afrika. Die Übertragung gerade von Ebola und Marburg-Virus passiert eigentlich nicht explosiv. Das heißt, wir werden keine rasche Epidemieentwicklung haben. Anders ist es mit Krankheiten, die durch die Luft übertragen werden, klassischerweise mit Pest. Wir kennen das von den Pestepidemien, die können eben über Distanzen auf eine große Zahl von Personen übertragen werden, jetzt zum Beispiel auch bei einer Großveranstaltung. Und Pest gibt es weltweit noch. Auch in den USA sind mehrere Pestfälle auch dieses Jahr wieder bekannt geworden, sind auch Patienten verstorben. Also eine Seuche, die nicht ausgerottet ist, aber glücklicherweise beherrscht werden können. Untersucht wird der Patient im sogenannten unreinen Bereich der Station. Hier herrscht ein dauerhafter Unterdruck. So können keine gefährlichen Keime nach außen gelangen. Sie hatten ja erzählt, Sie waren in Uganda und da als Helfer tätig. Genau, ich war Arzt. Also ich bin Arzt, war in Uganda und habe dort in einem Epidemiegebiet geholfen. Okay. Genau. Und hatten Sie da auch Kontakt mit infizierten Patienten, mit Ebola-Patienten? Also wir hatten Patienten dort gehabt. Ich habe mich allerdings versucht, bestmöglichst zu schützen. Wenn man sich tatsächlich mit einem Ebola-Virus angesteckt hat, beträgt die Letalität, also die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben, 50-80%. Und deshalb ist es gerade so wichtig, auch schon bei einem Verdacht auf eine Ebola-Infektion geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Das Ebola-Virus stammt aus den tropischen Regenwäldern Zentralafrikas. Übertragen wird es ausschließlich durch direkten Kontakt mit infizierten Personen, meist durch deren Körperausscheidungen. Angst, sich anzustecken, hat die Ärztin nicht, dank ihres Anzugs. Ich habe ein eigenes Filtersystem und es herrscht ein Überdruck im Anzug. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, selbst wenn ein kleines Loch drin ist, die Wahrscheinlichkeit, dass da Blut übertragen wird, sehr gering. Nun untersucht Dr. Schepers das Blut des Patienten. Auf der unreinen Seite der Klinik dürfen sich die Ärzte ausschließlich im Schutzanzug bewegen, auch im Labor. Also wie es aussieht, hat der Patient wahrscheinlich doch keine Ebola-Infektion. In Kombination mit dem Fieber sehen wir hier sehr schön im Bild sogenannte Plasmodien, die Erreger von Malaria. Also gehen wir davon aus, dass der Patient eher eine Malaria hat. Dann folgt die Reinigung. Nach jedem Patientenbesuch müssen sich die Ärzte eigenhändig mit Wasser und einer speziellen Essiglösung absprühen.
Körperpartien, an die sie nicht herankommen, reinigt eine Helferin mit Hilfe eines Spezialhandschuhs. Übrigens, die Wassertemperatur spielt bei all dem keine Rolle. Wohl aber, wie oft die Schutzanzüge getragen werden. Spätestens nach 3- bis 4-maligem Gebrauch werden sie ausgesondert. Im Dachgeschoss der Station befindet sich die Belüftungsanlage. Sie ist das Herzstück des Schutzwalls vor gefährlichen Erregern. Das Besondere hier an der Isolierstation ist, dass wir nicht wie früher die Patienten in Zelten unterbringen, sondern dass bestimmte Bereiche der Station im Unterdruck arbeiten. Das heißt, die Patienten sind in Bereichen, wo ein Unterdruck herrscht. Das heißt, die Luft, die kontaminiert ist mit Keimen, kann nicht gegen die Strömung fließen, sodass die Luft immer in das Patientenzimmer strömt und nie in die andere Richtung. Um diese Unterdruckstufen aufrechtzuerhalten, die über viele Stufen gehen, braucht man eine extrem aufwendige Lüftungstechnik, die wir hier sehen. Die kontaminierte Luft bleibt also in diesem Bereich. Nur, wie wird sie am Ende entsorgt? Die Abluft aus den Zimmern muss durch Hochsicherheitsfilter nach außen geleitet werden und die erfüllen ganz genaue Definitionen und haben einen extrem hohen Filtergrad mit 99,9995%. Das heißt, es gelangt kein kleines Partikel aus diesen Zimmern heraus. Ähnlich wird mit dem Abwasser des unreinen Bereichs verfahren. Höchst aufwendig gereinigt, fließt es am Ende ins Kanalnetz. Zu den Besonderheiten der Station gehört auch, dass wir die Abwässer, die Fäkalien der Patienten entsorgen und sicher machen, dass sie in das öffentliche Kanalsystem abgeführt werden können. Das machen wir dadurch, dass wir das ultrahoch erhitzen. Hier wird Dampf eingeleitet in diese Kessel, 136 Grad, 20 Minuten. Das tötet jeden Erreger ab und von daher ist es dann unbedenklich. Die Sonderisolierstation ist eine der wenigen in der Charité, deren Betten höchst selten belegt sind. Zurzeit wird nur ein einziger Patient behandelt. Er kommt aus Russland und ist seit 3 Monaten hier. Wann er entlassen wird, ist ungewiss. Also es ist ein Patient mit einer sehr, sehr resistenten Tuberkulose. Das ist eine Tuberkulose, gegen die die Standardmedikation ohne Wirksamkeit ist. Und deswegen wäre eine Ansteckung für uns sehr, sehr fatal und auch für das ganze Personal natürlich. Deswegen brauchen wir sehr, sehr gute Schutzmaßnahmen. Die bestehen für uns aus solchen sogenannten FFP2-Masken. Und die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine ziemlich gute Sitz haben, dass da wenig Luft praktisch aus der Umgebung des Zimmers kommt, aber wir andererseits auch ganz gut mit denen atmen können. Da der Mann kein Deutsch spricht, können sich Ärzte und Patient nur auf eine Art verständigen, mit Zeichensprache. Ja, also das größte Problem bei diesen Patienten, die sehr lange bei uns sind, das kann über Monate gehen, ist natürlich diese psychische Belastung, die Sonderisolation mit sich bringt. Hohe Einsamkeit, Langeweile, dann Nebenwirkungen der Chemotherapien, das führt zu vielen Problemen. Und da müssen wir uns immer wieder was ausdenken, um die Leute auch bei der Laune zu halten, dass sie mitspielen. Berlin. Die größte deutsche Stadt mit dem Sitz der Bundesregierung ist ein potenzielles Ziel für Terroristen. Sollte es jemals einen Anschlag auf die Bevölkerung geben, in der Charité würden Gegenmaßnahmen koordiniert werden. In der Station 59. Es gibt nicht nur terroristische Anschläge mit Bomben, Explosivstoffen, sondern auch immer wieder die Gefahr von Bioterrorismus, dass Substanzen ausgebracht werden, die sich explosiv in der Bevölkerung ausbreiten können. Und dafür hat Deutschland verschiedene Zentren in den verschiedenen Bundesländern errichtet. Und wir gehören zu einem dieser Zentren, zu dem auch ein Kompetenzzentrum dazugehört, das das logistisch mitbetreut und verfolgt. In der Großküche läuft jetzt alles wie am Fließband. Das Mittagessen ist angerichtet. Ein letztes Mal wird es streng begutachtet. Wir haben eine interne Qualitätskontrolle. Das heißt, wir ziehen uns aus dem laufenden Prozess Produkte raus und kontrollieren die. Auf Sensorik, Geschmack, da zählt auch der Geruch mit zu. Optik, sind die Tabletts vollständig? Ist das auf dem Tablett, was der Patient bestellt hat? Das machen wir täglich. In beheizten Containern gelangen die Mahlzeiten zu den Patienten.
Vielen Dank. Guten Appetit. Nach der Essenausteilung wird die Küche tiefengereinigt. Die Mittel sind so stark, dass die Mitarbeiter Schutzbrillen tragen müssen. Anschließend putzen sie die Töpfe und Kessel noch einmal. Und dann lassen wir die Kessel immer noch mit Kaltwasser einweichen, so eine Stunde, dass sich wirklich auch die Rückstände lösen. Und dass wir am nächsten Tag, dann gucken wir die am nächsten Tag nochmal aus, dass auch nichts von dem giftigen Zeug in die Speisen gelangt. Und da muss man sehr vorsichtig mit sein, weil es doch sehr ungesund ist. Klagen übers Essen gibt es selten in der Charité. Doch, schmeckt gut, muss man sagen. Also dafür, dass es aus einer Großküche kommt. Die kleinsten Patienten der Charité, Babys, die noch gar nicht auf der Welt sein dürften, bekommen eine auf sie abgestimmte Spezialnahrung. Dieses Frühchen wiegt gerade mal 800 Gramm. Ein Viertel so viel wie ein normaler Säugling. Die Anforderungen an die Ernährung bei solch einem zarten Wesen sind extrem hoch. In der Apotheke wird für jedes Frühgeborene eine individuelle Ernährungslösung zusammengestellt. In jedem Beutel befindet sich eine Mischung aus Kohlenhydrat, Aminosäure und Elektrolytlösungen. Das Mischungsverhältnis ist entscheidend für das Wohl des Kindes. Das wird je nach den aktuellen Werten der Kinder festgelegt. Das macht also der Arzt. Der berechnet das und gibt uns die Anforderungen und wir herstellen das nur her. 800 solcher Ernährungslösungen stellen die pharmazeutisch-technischen Assistenten Monat für Monat her. Steril verpackt gehen die Beutel von hier zur Frühchenstation. So, und das ist jetzt komplett fertig. Das ist der Vorratsbehälter. Der wird aufgehängt in der Klinik. Die Leitung führt dann hier zur Spritzenpumpe. Da wird die Spritze eingehängt. Da kann man dann auch programmieren, wie schnell das laufen soll, also die Geschwindigkeit, mit der infundiert wird. Und hier ganz unten, hier ist nochmal ein Filter dazwischen, kommt das Baby dran. Da ist dann der Zugang zum Kind. Den Mini-Patienten wird mit einer Spritze zusätzlich eine Fettlösung verabreicht, auf dass dieser kleine Mensch einmal groß und stark werde. Von den jüngsten Patienten zu den ältesten Exponaten der Charité sind es nur ein paar hundert Meter. In diesem Gebäude befindet es sich. Das Gruselkabinett, wie die Berliner es nennen. Spärlich beleuchtete Räume, in denen die Gewebe von Verstorbenen aufbewahrt werden. Der Gründer der modernen Pathologie, Rudolf Virchow, hatte vor über 100 Jahren damit begonnen, erkrankte Organe und missgebildete Föten zu Forschungszwecken zu sammeln. Inzwischen lagern hier mehr als 10.000 Präparate. Unter der Obhut von Präparatorin Navena Vidolin. So, das ist das Regal Leber und Gehirn. Wir hatten ja ausgewählt die Präparate, zwei Hirnscheiben, vielleicht kannst du mal schauen. Und die Leberscheibe mit den Metastasen. Angehende Medizinstudentinnen absolvieren hier regelmäßig Praktika. Also ein Großteil der Objekte, die hier einstehen im Depot, sind halt wirklich in einem schlechten Zustand. Die Flüssigkeiten sind verfärbt, die Verschlüsse sind gebrochen oder sind undicht. Der Flüssigkeitspegel sinkt und das sind Sachen, die einfach behoben werden müssen. Also da kommen neue Flüssigkeiten rein, die werden neu beschriftet und das ist sozusagen das Hauptanliegen. Natürlich auch, dass sie über weitere Jahrzehnte erhalten bleiben. Die Exponate der Sammlung werden nach ihrer Aufarbeitung in der öffentlichen Ausstellung im Medizinhistorischen Museum der Charité gezeigt. Da wir sehr, sehr viele Präparate haben, bietet es sich an, mit dem Praktikanten hier tatsächlich zu arbeiten. Das heißt, die haben durchaus Gelegenheit, ein oder zwei, manchmal auch mehr Präparate in die Hand zu nehmen, zu öffnen, das Glas zu säubern, die Flüssigkeiten auszutauschen. Das zeige ich denen, wie man das macht. Die meisten nehmen das eigentlich sehr gut an und finden das eher spannend als abstoßend oder abschreckend. Kein Job für jedermann. Als erstes müssen die Praktikantinnen Maria und Nathalie die Organe aus den Gläsern entnehmen. Viele Präparate sind übersät mit Metastasen, die letztlich zum Tod der Patienten geführt haben. Also sie ist relativ fest, aber man merkt halt schon durch die Handschuhe, dass es so ein bisschen klipschig ist, aber ist in Ordnung. Sich davor zu ekeln wäre keine gute Voraussetzung, um später einmal Ärztin zu werden. Na, das gehört einfach dazu. Das ist normales Gewebe, das gehört zum Menschen dazu. Das haben wir alle. Warum soll das dann eklig sein?
Hirnscheiben, in denen sich eine tödlich verlaufende Krankheit festgesetzt hatte, gibt es reichlich zu sehen in der Dauerausstellung des Medizinhistorischen Museums. Daneben viele andere Organe mit Anormalitäten aus der Sammlung Virchow. Die Besucher schwanken zwischen Faszination und Ekel. Wir zeigen heute etwa 800, 850 Präparate in der Dauerausstellung und gehen sozusagen mit den Besucherinnen und Besuchern unter die Haut, aber auch zurück ins Leben. Das ist unser Motto. Das heißt, wir zeigen tatsächlich, wie der Körper eröffnet worden ist, was man seinerzeit darunter gesehen hat unter der Haut, wie ein Herz, eine Leber, eine Niere, eine Lunge aussieht, wie sie aber auch als krankes Organ beschaffen ist. So, das ist der Container für die alte Konservierungslösung. Brille aufsetzen, bitte. Die Flüssigkeit in den Gläsern ist teilweise schon fast 200 Jahre alt. Sie wandert in Plastikkanister und wird später entsorgt. Es fallen natürlich Unmengen von Chemikalien an, gerade im Laborbereich. Geht das? Also das ist jetzt eine formalinhaltige Lösung und die wird wieder anders entsorgt als vielleicht eine Alkohollösung. Und die werden separat entsorgt. Alle ätzenden, giftigen und explosiven Abfälle der Charité landen hier, im Gefahrstofflager. 630 Liter Sondermüll lagern in diesem Bunker. Das ist hier die Sammlung an Laborchemikalien, die wir dann also je nach Gefährdungspotenzial praktisch einsortieren. Also hier eher so diese harmloseren Sachen, gesundheitsschädlich reizend, hier dann brandfördernd, giftig, ätzend. Und je nach Menge geht das dann eben raus und wird dann auch von der Entsorgungsfirma verpackt und abgeholt. Hier zu arbeiten ist ein gefährlicher Job. Schwefelsäure, Lösemittel und Laugen sind nicht nur krebsfördernd. Sie können auch die Fortpflanzungsorgane schädigen. Kein Wunder, dass Hardy Fricke hier nicht länger bleibt als unbedingt nötig. Gefährlich ist es für die Präparatoren nicht. Aber es gehört einiges dazu, umgeben von schaurigen Präparaten wie dem Kopf eines Leprakranken zu arbeiten. Ich war schon als Kind sehr interessiert an, ja, an Tieren, toten Tieren, die man halt irgendwo am Straßenrand gesehen hat. Und das kam dann auch, dass mich natürlich der Mensch an sich und die Medizin und was steckt dahinter, unter der Haut, schon interessiert hat. Und ich denke mal, wenn man das Interesse mitbringt, das ist einfach eine Grundvoraussetzung für den Beruf, dass man einfach hier auch glücklich wird. Die Praktikantinnen haben eine frische Lösung aus Glycerin und Formalin in die Präparatsbehälter gegossen. Nun sind Lunge und Gehirn wieder klar zu sehen und dürfen in die Ausstellung. Wir zeigen wirklich nur Objekte in einem maximal guten Erhaltungszustand, um die Leute auch nicht zu erschrecken oder zu verschrecken. Und da haben wir das große Glück, mit unserer Präparatorin eine sehr fähige Frau zu haben, die das gut kann. Im Gebäude nebenan ist die Annahmestelle für operativ gewonnenes, möglicherweise tumoröses Gewebe von Patienten. Die meisten warten noch auf die Diagnose. Professor Manfred Dietl und seine Mitarbeiter untersuchen täglich bis zu 200 Gewebeproben, meist mit dem Verdacht auf Krebs. Ein Beispiel nur mal hier sehen Sie, dass ein Gewebstumor, ein kleiner Tumor, herausgenommen worden ist bei einem Patienten, der dann jetzt hier aufgearbeitet wird, sodass wir ihn später, nachdem verschiedene präparatorische Schritte durchgeführt worden sind, unter dem Mikroskop als ganz dünnes Scheibchen sehen, durchgucken können und dann sagen können, ob es ein bösartiger oder ein gutartiger Tumor ist. Dieser riesige Tumor wurde erst vor kurzem bei einem Patienten entfernt. Ja, wir sehen hier ein ausgesprochen großes Tumorpräparat mit einem relativ seltenen Tumor, der sich im Bereich des Steißbeins entwickelt hat. Und dieser Tumor wurde also vollständig entfernt, was eine aufwendige Operation war mit Entfernung von Muskelgewebe, mit Teilen des Knochens, mit Teilen der Haut vom unteren Rücken. Alle Gewebeproben werden von Fachärzten nach genauen Vorschriften zugeschnitten und in speziellen Gefäßen verschlossen. Nur Spezialisten können bei einem Tumor die Bereiche erkennen, die für eine sichere Diagnose relevant sind. In einem aufwendigen Verfahren wird den Proben das Wasser entzogen und Paraffin zugefügt. So werden die Gewebeteile mit einer Masse durchtränkt, die ausgehärtet fein zu schneiden ist. Der nächste Schritt ist dann ja, dass diese Präparate, die jetzt in Paraffin eingebettet sind, ganz, ganz dünn geschnitten werden. Dafür haben wir spezielle
medizinisch-technische Assistentinnen, die auch besonders trainiert worden sind, um genau das zu können. Weil das die Voraussetzung ist, dass unter dem Mikroskop man auch wirklich durch das Gewebe durchschauen kann. Erst dann sind wir in der Lage, am Mikroskop die Diagnose, zum Beispiel Tumor ja oder nein, zu stellen. Nach der Färbung der feinen Gewebeproben sieht der Arzt die Beschaffenheit der Zellen deutlicher. Was man sieht, und das ist für einen Pathologen relativ klar erkennbar, dass es sich hier um einen bösartigen Lungentumor in dem Falle handelt, weil zum Beispiel dieser Zellkern und dieser Zellkern viel zu groß sind, eigentlich keinem normalen Lungengewebe entsprechen. Auch dieses sehr unterschiedliche Muster hier im Zellkern ist ein Charakteristikum für bösartige Zellen. Und anhand dieser Bilder, die durchs Mikroskop erzeugt werden, stellen wir jetzt die auch rechtsverbindliche Diagnose, Krebs in dem Falle. Erst wenn die Diagnose feststeht, dürfen die Ärzte operieren. Das hat vor allem rechtliche Gründe. Ein Krankenhaus muss sich vor einer Operation absichern. Der unterschriebene histologische Befund ist die Rechtsgrundlage, um dann die therapeutischen Maßnahmen, die ja häufig eine Art Körperverletzung sind, ich meine, eine Operation ist eine ganz klare Körperverletzung, die rechtliche Basis dafür zu geben, natürlich immer im Konsens mit den Patienten. Die Notaufnahme der Unfallchirurgie morgens um 16:30. Dr. Benjamin Verhensen ist bereits seit 20 Stunden im Dienst. Derzeit ist kein Patient zu behandeln. Zeit für einen kurzen Erholungsschlaf. Bis zum nächsten Notfall in der Charité. Charité. Übersetzt heißt das Nächstenliebe.